Es wird Frühling und ich bin zurück zu, was tatsächlich erst mein zweiter Besuch diese Saison ist. Und es ist direkt ein sehr besonderer Besuch, denn ich komme heute dank des Erlebnispasses zum dritten Mal jetzt schon in den Genuss, die Taron-ERT mitzumachen. Und ich treffe gleich ein paar Leute und dann werden wir mal, so, wir haben jetzt 5 Uhr, ein bisschen was fahren und dann später eine Stunde lang Taron fahren. Peace! So, jetzt erstmal nach Berlin Bändchen holen, damit wir das schon mal erledigt haben und Markus treffen und dann geht's weiter. Da ist das Ding, diesmal in Gelb. So, du musst dein Band auch dahin halten. Wir müssen unsere Kräfte vereinen. So. Wir haben keinen Bock, den langen Eingang zu gehen. Deswegen gehen wir mal wieder hier den VIP-Eingang. Das ging schnell. Also nicht nur die Fahrt, auch das Reingehen. Und wir mussten sofort einsteigen. Und die letzte Reihe ist immer noch am geilsten, wenn man von der Optik absieht. Und jetzt fahren wir CA, habe ich gelernt. Wir reißen heute in Rekordzeit alles ab. Wir sind jetzt seit einer halben Stunde hier und sind jetzt gleich 3 Sachen gefahren. Ja, das reicht auch. Das reicht auch. Wie ist der Ort nochmal bei deinem Kitchen Forge? Ja. Da war auch so ein Nesca-Park und die hatten eine Kinderachterbahn, so wirkliche Mini-Kinderachterbahn und 5 Minuten. Micro Machines auf jeden Fall. Das ist auch ganz witzig. Ist open! Etwas später, aber dafür jetzt trotzdem eine Stunde ab jetzt. Weißt du, mit nice Stein. Freunde hier geheiratet und da hatten wir halt auch abends noch die ERT dabei. Und es war halt irgendwie. So, traditionsgemäß muss ich jetzt sagen, das war Fahrt Nummer 1. Das war ich mit den letzten ERTs, alle ERTs, wo ich schon war, 2 immer mitgezählt. Jetzt kommt Fahrt Nummer 2. Das war Fahrt Nummer 2. Guck mal, jetzt kommt noch die schöne Abendsonnenstimmung raus. Love it. Es ist durchgedrungen, dass man jetzt auch hier hin kann. Was war das jetzt? 3, ne? Das war Fahrt Nummer 4. Oh, we just did right number 5. Richtig. Ja, bei dieser Bahn, da vergesse ich die Zahlen. 6. Ich glaube, es war 5. Warte, ich guck mir kurz das Video an. Ja, es war 5. Oh, wir müssen gleich schon wieder fahren. Das war Fahrt Nummer 6. 6. Jetzt bin ich echt raus. Hallo! Hi. Und wie viel habt ihr schon?
Ich habe nicht gezählt. Wir waren jetzt gerade bei 7. Wow! Ja, wir haben ja am Anfang eine Fotoradio gemacht. Ach so, hat Spaß gemacht? Ja, ja. Gut, wir gehen jetzt noch eine Runde fahren. Viel Spaß. Guten Appetit. Markus macht sich lustig über mich, dass ich immer die Kamera auspacke nach jeder Fahrt. Aber das war jetzt Fahrt Nummer 8. Jetzt kommt die 10. Weil das war eben die 9. Schnell, 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 schnell. Das war jetzt Nummer 10. Und es ist immer noch offen. Oh, ich filme die ganze Zeit. Hi. Habe ich das jetzt überhaupt aufgenommen? Das war Ride Nummer 10. Und jetzt kommt der offensichtlich letzte Ride. Hallo. Das war Fahrt Nummer 11. Und bei der Menge an Leuten, die zuvor noch am Tor standen, hätten wir niemals gedacht, dass wir so viel schaffen. Aber nein. Jetzt ist aber auch mein Limit mal erreicht. Du könntest noch ein paar Runden machen. Ja, ich bin nur nicht. Ja. Ist so. Oh, schade. Irgendwann muss man Schuss sein, ne? Züge fahren jetzt auch nur noch in die Garage. Wo wie geht's? Nee, danke. Jetzt geht's nach Haus. Das war auf jeden Fall jetzt sehr großzügig getimed, muss ich sagen. Auf jeden Fall sehr gut zu filmen. Stunde 20. Ja, ich gehe in den dunklen Gang. Ja, ich filme mal meine Uhr jetzt. Ja, die hat leuchtende Zeiger. Ja, immer. Bei der qualitativ hochwertigen GoPro garantiert es. Stehst du gerade mein Equipment, Junge? Junge. Ich muss sagen, ich hätte ja auch nichts dagegen, mich jetzt einfach hier so in so ein Hotel zu chillen, ne? Ja. Ich finde den Garten hier ja eigentlich immer mega geil. Du kannst dich im Sommer immer super hinsetzen. Das glaube ich. Du stellst halt echt jede Woche aufs Neue fest, dass es halt echt geil aussieht. Ja. So wie man bei jeder Fahrt feststellt, dass Taro eine geile Achterbahn ist. Ja, genau so. Auch bei 11 Fahrten hintereinander. So, das war meine dritte Klugheim-ERT. Ich kann immer wieder sagen, eine geile Aktion vom Park, dass man da als Erlebnispassinhaber auch teilnehmen darf, auch wenn man kein Hotelgast ist. Und auch wenn es am Anfang so aussah, als würde es ultra voll werden und die Bahn auch ein paar Probleme hatte, haben sie es richtig geil hingekriegt. Die Bahn ist bis zum Ende bestens gefahren. Wir haben nochmal ein bisschen, 20 Minuten, gute 20 Minuten oben drauf gekriegt. Geile Stimmung, einfach alles geil und kann ich nur empfehlen, holt euch einen Erlebnispass. Und lasst euch das nächste Mal nicht entgehen. 11 Fahrten waren es jetzt und ich muss sagen, also ich bin schon oft Taron gefahren, aber nach 11 Fahrten hintereinander ist man auch schon so. Es ist jetzt nicht eine Bahn, die man so ultra leicht wegsteckt. Also das kann man nicht behaupten. Aber es macht halt einfach immer wieder Bock. Und jedes Mal, wenn du siehst, die Tür ist noch offen, der Sitzplatz ist frei, dann steigst du halt trotzdem wieder ein. Deswegen so, sind wir halt jetzt 11 Mal gefahren. Und ich mache mich jetzt auf den Weg nach Hause. Und hab Hunger. Dankeschön fürs Anschauen. Abonniert den Scheiß. Klickt auf das Glöckchen. Schneeflöckchen, Weißröckchen. Peace. Und so sieht es hier aus, wenn niemand da ist. Hier ist mein Auto. Tschüss.